Wie bewerten Sie die mediale Berichterstattung über den sozialen Wandel? Was mich am meisten erstaunt, ist, dass man sich in den Massenmedien und durchaus auch in den seriösen Medien vor allen Dingen bedient noch der Rhetorik der sozialen Frage, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und das ist eine eigentlich überraschende Wendung, denn wir hatten uns ja doch auf eine Art Reformrhetorik längst schon geeinigt, die in eine vollkommen andere, nicht mehr kapitalismuskritische Richtung ging. Also wenn man sich erinnert an SPD-Formeln wie die neue Mitte, dann war das ja eigentlich der Versuch einer positiven Fassung des sozialen Wandels. In den letzten Monaten, seit der großen Wirtschaftskrise, kann man im Grunde sagen, gibt es aber eine Art Comeback der klassischen Kapitalismuskritik. Das kann einen Beobachter schon ins Grübeln bringen. Welche Klischees werden Ihrer Meinung nach mit dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit verbunden? Nun, die wichtigsten Klischees hängen natürlich mit dem zusammen, was die Soziologen in ihrer spröden Sprache Abweichungsverstärkung nennen, also der unleugbare Sachverhalt, dass in der modernen Welt die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer, die Klugen immer klüger, die Dummen immer dümmer. Die Schönen und die Hässlichen, alles entwickelt sich, wenn man so will, in getrennte Extreme hinein. Und unsere, wie soll man sagen, Abweichungstoleranz ist offensichtlich nicht sehr stark ausgeprägt. Die klassischen Klischees, die damit verbunden sind, können Sie an den Metaphern festmachen, die hier gerne dann ins Spiel gebracht werden. Natürlich vor allen Dingen an der Lieblingsmetapher der starken Schultern oder der breiten Schultern, die dann logischerweise mehr Schultern sollen als schwache Schultern. Es ist immer bedenklich, wenn große Politik und auch ernstzunehmende politische Debatten sich im Grunde beruhigen mit einer Metapher, statt konkret zu fragen, was sich dahinter verbirgt. Aber man kann natürlich, ohne Politologe zu sein, sich schon zusammenreimen, was sich dahinter verbirgt, nämlich die doch sehr traditionelle Vorstellung des 19. Jahrhunderts, man könne Gerechtigkeit durch Umverteilung erreichen. Ich glaube, das ist ein Denkfehler, der schon ausgedacht oder zu Ende gedacht schien oder gewissermaßen ausgerottet schien. Aber wie gesagt, es gehört zu den Erstaunlichkeiten unserer Gegenwart, dass diese Rhetorik des 19. Jahrhunderts wieder Urständ feiert. Was verstehen Sie unter dem von Ihnen in verschiedenen Artikeln verwendeten Begriff soziale Wucherungen? Nun, ich meine nichts anderes als das, was auch tagtäglich diskutiert wird und was seit langer Zeit kontrovers natürlich ist und wie ich finde, mit gutem Grund. Nehmen Sie nur ein extremes Beispiel, dass sehr, sehr viele Menschen, die hart arbeiten in wenig qualifizierten Jobs, zum Teil nur verschwindend mehr verdienen als Menschen, die gar nicht arbeiten. Das ist mit Sicherheit ein Missverhältnis, das ist vielfach auch angeprangert worden, nicht nur von mir, das tun im Grunde alle Menschen, die über soziale Schieflagen nachdenken. Aber das zeigt im Grunde, dass wir es mit einer sehr, sehr tiefgehenden Problematik zu tun haben, nämlich einer Art Eigenlogik des Wohlfahrtsstaates, eine Eigenlogik, die mit der fatalen Konsequenz, dass sich immer mehr Menschen in der eigenen Hilflosigkeit und Unselbstständigkeit einrichten. Also wir haben es gerade durch eine gut gemeinte Wohlfahrtspolitik zu dem paradoxen Ergebnis gebracht, dass immer mehr Menschen, wenn man so will, eine Art Belohnung darin finden, unselbstständig zu sein und sich völlig vom Staat abhängig zu machen. Und groteske Wucherungen, das betrifft für mich weniger bestimmte konkrete Wohltaten an bestimmte Gruppen, als vielmehr die Ausmaße, die die gesellschaftliche Unmündigkeit angenommen hat. Und das ist sicher die bitterste Konsequenz des Sozialstaatsgedankens, dass er in der uns heute vertrauten Form der Wohlfahrtsstaatlichkeit vor allen Dingen eine Art erlernte Hilflosigkeit induziert hat. Warum kommen Leistungsträger derzeit so schlecht weg in den Medien? Die Medien haben nicht ohne Grund ein Bild der globalen Krise gezeichnet. Dieses Bild der globalen Krise bekommt Farbe, wenn man es zu einer Systemkrise erklärt, also einer Krise des kapitalistischen Systems. Und dafür muss man natürlich Schuldige benennen.
Die Schuldigen sind dann logischerweise diejenigen, die in diesem System bisher profitabel und erfolgreich operiert haben, sprich die Manager, sprich die Wohlhabenden und letztlich auch die, die man früher einmal die Besserverdienenden oder die Leistungsträger genannt hat. Auf all die richtet sich logischerweise das Ressentiment derer, die zu den Verlierern dieser Entwicklung gehören. Und die Massenmedien bedienen dieses Ressentiment. Da ist niemandem einen Vorwurf zu machen. Das gehört zur Logik der Massenmedien selbst hinzu, dass man Problembereiche emotionalisiert und dann auch die Schuldigen personalisiert. Aber das hat eben vor allen Dingen auch den Effekt, dass wir eine Art allgemeines Ressentiment gegen den Erfolg entwickeln. Ein Ressentiment, das sich nur dadurch versucht zu balancieren, dass man den Begriff des Leistungsträgers auch demokratisiert. Nicht? Wenn Sie die Debatte verfolgt haben, sobald dieser Begriff in der öffentlichen Debatte auftaucht, meldet sich sofort jemand und sagt dann, aber sind nicht auch die und die und die Leistungsträger, die Krankenschwester, der Müllmann oder was auch immer, die arbeiten hart, sie arbeiten viel, verdienen wenig. Wer das bezweifeln würde, wäre ja nun wirklich nicht von dieser Welt und das wäre auch unmenschlich, das in Zweifel zu ziehen. Aber das war ursprünglich nicht gemeint, als man einmal von Leistungsträgern gesprochen hat. Man meinte natürlich die Leute, die vor allen Dingen verantwortlich sind für wachsende Produktivität in einer Volkswirtschaft. Und in der Tat diejenigen, die für die wachsende Produktivität der Volkswirtschaft Deutschlands verantwortlich sind, haben heute eine sehr, sehr schlechte Presse. Welche Gefahren sehen Sie in dieser negativen Berichterstattung über Leistungsträger? Nun, die größte Gefahr liegt natürlich auf der Hand, nämlich dass man ein prinzipielles Ressentiment gegen die Leistung wieder bedient und ein prinzipielles Ressentiment auch gegen Reichtum und Erfolg. Und das ist natürlich das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann. Wir entfernen uns damit, wenn man so will, immer mehr dem kulturellen Selbstverständnis, das man früher mit Amerika verbunden hat, also einem Selbstverständnis jedes einzelnen Bürgers als eines Menschen, der prinzipiell auch den äußersten Erfolg haben könnte, wie das in der berühmten Legende vom Tellerwäscher zum Millionär festgehalten ist. Also diese typisch amerikanische Haltung, auch ich kann das schaffen, also auch ich kann so erfolgreich werden, die wird hier, wenn man so will, komplett konterkariert und wir entwickeln uns immer mehr in eine Art Neidgesellschaft hinein. Und das ist natürlich für die Produktivität unserer Volkswirtschaft schon sehr, sehr bedenklich. Wie erklären Sie sich den Wandel in der Berichterstattung seit Veröffentlichung der Agenda 2010 hin zu einem Fokus auf soziale Probleme und Armut in der Gesellschaft? Naja, die Presse ist immer da, wo es etwas Neues gibt. Die Massenmedien sind darauf angewiesen, das Neue, also die abweichende Botschaft, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Nur das fasziniert auch die Aufmerksamkeit dann ihrer Kunden oder ihrer Leser und Zuhörer. Und das Neue ist eben der Backlash, der Rückschlag. Das Neue ist, wenn man so will, der Preis, der bezahlt werden muss für jeden Schritt der Reform oder für jeden Schritt der Modernisierung. Wir haben mittlerweile gelernt, jeder Modernisierungsprozess, jeder Globalisierungsprozess hat nicht nur seine Gewinner, sondern auch sehr viele Verlierer. Und in dem Augenblick, in dem die Wirtschaft in eine Krise steuert, ist es logisch, dass man nicht mehr auf die fantastischen Gewinne und die Kurssprünge an den Börsen achtet nach oben in neue Dimensionen, sondern dass man die Gegenbewegung beobachtet, den Backlash, den Rückschlag, dass man die Opfer ins Visier nimmt. Und insofern denke ich, ist das eine ganz natürliche Reaktion auf eine relativ lange Zeit der Prosperität und eigentlich auch einer verblüffend starken Entwicklung Europas und Amerikas in einer vollkommen veränderten Weltsituation. Das hat nicht lange vorgehalten und mit der großen Krise beginnt dann, wenn man so will, die Reflexion des Negativen. Ich finde es eigentlich ganz in der Logik der Massenmedien. Wie würden Sie sich eine Berichterstattung über Wohlhabende, speziell im Lokalen, wünschen? Ich
Ich würde mir keine andere Berichterstattung wünschen, denn das würde ja heißen, ich mache irgendeinem Vertreter der Massenmedien Vorwürfe über das, was sie tun. Das würde ich niemals tun. Jeder tut seinen Job, jeder kennt die Logik seines Mediums. Das ist alles in Ordnung. Was man aber machen könnte, machen müsste, und das ist vielleicht gar nicht primär eine Aufgabe der Massenmedien, sondern der Intellektuellen, der Wissenschaftler, auch einmal klarzumachen, was diese Leute tatsächlich leisten. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, denn eins der zentralen Probleme besteht darin, überhaupt sichtbar zu machen, was etwa ein Manager leistet. Ich kenne niemanden, der ein Ressentiment hat gegen das Einkommen von Klose oder von Ronaldo. Und das liegt auf der Hand. Man kann jeden Samstag sehen, was Klose kann oder nicht kann oder was Ronaldo kann und was er nicht kann. Man muss nur das Fernseher einschalten und das Spiel verfolgen. Aber was Ackermann macht, weiß niemand. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es auch nicht beurteilen. Und deshalb wächst da natürlich der Verdacht, es gibt kein Verhältnis zwischen der Leistung von Ackermann und den Bezügen, mit denen die ja jedem bekannt sind. Und das nährt das Ressentiment. Also hier wäre wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, einmal zu sagen, was machen diese Leute, was tun sie für ihr Unternehmen, was tun sie damit auch für die Angestellten eines Unternehmens, nicht nur für die Börsenkurse. Worin besteht eigentlich eine Arbeit und wieso sind diese Leute knapp? So knapp, dass es weltweit einen Wettbewerb gibt, also einen Bieterwettbewerb um die Spitzenmanager. Das ist für die meisten Menschen ein Rätsel, für mich persönlich auch. Da würde ich mich selbst gerne ein bisschen aufklären lassen und ich glaube, das wäre eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber eine, die sehr viel weniger spektakulär ist, als aus einem solchen Manager dann den Sündenbock für eine große Krise zu machen. Sollte der Lokaljournalismus in Zukunft eine größere Rolle bei der Berichterstattung über soziale und wirtschaftliche Phänomene spielen? Manche sagen, darin läge eine große Chance für das Lokale. Ich finde das richtig. Ich kenne das aus meiner Jugend auch eigentlich nur so, dass man ein sehr, ich möchte fast sagen, intimes Verhältnis zu den Arbeitgebern der eigenen unmittelbaren Umgebung bekommen hat über die Lokalzeitung. Also ich war damals wie alle Ludwigshafener ein Leser der Rheinpfalz und die Rheinpfalz hat nicht lobhudelnd über die BASF berichtet, aber die BASF war die Umwelt, in der fast alle Menschen in Ludwigshafen gelebt haben. Man kannte die Leute, die dort das Sagen hatten, man wusste, was die BASF im Einzelnen tut, wie sie auch bürgerinitiativ wird, wie sie bestimmte Facilities bereitstellt für die Bürger. Und das hat ein hohes Maß an Vertrautheit geschaffen und letztlich auch Vertrauen erzeugt. Wie gesagt, das muss nicht mit Hofberichterstattung einhergehen, sondern einfach nur mit Kenntnis, mit Namentlichkeit, Bildern, mit Information. Und da sehe ich eine einzigartige Chance eigentlich für ein lokales Medium. Denn ich interessiere mich als Ludwigshafener für die BASF, aber nicht für die Telekom. Ja, also die Berichte der FAZ im Wirtschaftsteil über die Telekom, abstrakt, interessant, aber das ist für mich als Bürger von Ludwigshafen irrelevant. Und da hätten Lokalmedien sicher sehr, sehr viel zu tun.